Wenn du soweit bist, schau bei einer Lackiererei vorbei und lass die Werbung auf einem der Busse anbringen. Die Bezahlung dafür kommt an jedem Zahltag. Wenn sich noch mehr Unternehmen an uns wenden, schicke ich dir eine Nachricht. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Bus-Simulator 21 und es geht heute weiter. Wir sollen, glaube ich, wieder Werbung warte mal, auf die Busse bringen. Soll ich das richtig jetzt gerade verstanden? San Pablo and Android. Warte mal. San Pablo and Android. Schnellreise, ich glaube. So. Ich befürchte, dass ich jetzt aber einen Bus brauche. Soll ich das richtig verstanden? Moment, ich muss gerade mal nachmachen. Mit Chinatown auf der Route zwischen Oakwood, West Oakwood und Highlander Park. Okay, da müssen wir einen Zahltag machen. Das machen wir heute auf alle Fälle. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Ich guck mal gerade, ob ich... Ist das der Gelenkbus? Ne, das ist nicht der Gelenkbus. Gut, dem machen wir aber auch die Chinatown-Werbung drauf, auf jeden Fall. Werbung. Okay, Werbung ist drauf. Das ist nochmal Innenausstattung. Mein Aussehen, Hauptfarbe 1. Ja, ich muss ja die ganzen Farben erstmal freischalten. Übernehmen. Konfiguration erstmal für diesen Bus übernehmen. Und dann passt das so. So, dann kriegen wir da schon mal, ein bisschen mehr Werbung drauf auf unseren Bussen. So, was war jetzt die Aufgabe tatsächlich? Warte mal. Zahlt er einen Bus mit Chinatown auf einer Route zwischen Oakwood und West Oakwood und Highlander Park. Okay. Clinton Avenue, South Amador Street. Ich muss gerade was gucken. Wie cool haben wir denn überhaupt 200? Kann ich die schon... Warte mal gerade kurz... South Amador Street. Also Highlander, West Oakwood und Oakwood, ne? South Regatta, Nimitz and Regatta and Jetty. Also Oakwood ist das Ding hier. Alles klar. Florida Avenue, East 3rd Street. Das ist Main Oakwood. Avenue, East 3rd, East 3rd Street. Kann ich jetzt nicht irgendwie eine Route erstellen? Nimitz and 3rd. Highlander Park, 4th and Nimitz. 4th and Nimitz. Warte mal, war das jetzt... Umgebungsroute? Ich brauche auf jeden Fall... Clinton Avenue. Warte mal, ich spring mal zum Bus, zum Busdepot und guck mal, ob wir vielleicht nochmal einen neuen kaufen können. Weil ich brauche ja noch ein Fahrzeug. Marina, South Lake, Anza Road. Ich denke mal, was ist Dealership? Schnellreise. So. Gucken wir mal da eben gerade kurz rein, ob man nicht irgendwo was holen kann. Was kostet denn der hier? Und alle 100.000? Weil das ist jetzt Risiko. Den haben wir nochmal gestellt und den haben wir gekauft. Das heißt, wir werden jetzt den hier gönnen. Den Mercedes. Das heißt, gehen wir mal kurz auf die Lackierung. Ich hoffe, dass ich die Lackierung jetzt raussetze. Warte mal. Doch, wir müssen ja kaufen, wir müssen ihn ja rausfahren. Also weniger. Gut. Ich will jetzt eigentlich nur gerade kurz. Warte mal, was denn hier? Ja. Warte mal. Die sind alle so ekelhaft schwerfällig, die Dinger.
Ja, das werden wir nicht holen. Ist zwar jetzt ein Risiko, dem zu sagen, wir kaufen den Bus, aber... So, oh, das ist aber ein Gelenkbus, glaube ich. So, ich guck mal gerade, ob ich den anpassen könnte. Warte mal, den MAN annehmen, ja. Ich würde den aber gerne... Bus wechseln. Mal Bus wechseln, kann ich nicht. Bustyp, Motortyp, Hersteller. Mercedes-Benz, da ist er. Den nehmen wir mit. Anpassen. Werbung. Die Chinatown-Werbung ist auf jeden Fall drauf. Ich meine, es ist jetzt wie gesagt riskant, das zu machen. Ich werde jetzt auch nichts Großes wählen. Sondern wirklich nur das hier machen, weil wir brauchen den Zahltag, wir brauchen die Kohle. Das sind jetzt auch $500, die wir auch schon auf dem Konto haben. Mal gucken. Wir sollten auch keine Strafen riskieren, weil das kann natürlich auch... Und ja gut, haben wir gesagt, das ist riskant jetzt alles, aber... So. Gut. Routen erstellen. Was hat er gesagt? Teile der Park. Oh. Kann ich die nicht? East Third Street. Kriege ich die jetzt nicht erstellt, die Routen? Fourth and Nimitz. Highlander Park Church. Ja, warte mal, nee, kann ich schon. Nimitz and Third. Highlander Park Church. Nimitz and Third. Den. Highlander Park Church. Den. Esmond Avenue. Highlander Park Main Avenue. Highlander Park Church. Highlander Park Hotel. Clinton Avenue. Okay, Esmond der kann jetzt keine neue Route erstellen. Esmond Avenue. Die kann ich noch erstellen. Esmond Avenue. Highlander Park Hotel. Clinton Avenue. South Amador Street. Clinton Avenue. Highlander Park Hotel. San Pablo and Andrade. Die kann ich noch erstellen. Und die Änderung übernehmen. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte da... Doch, ich... Gut erstellen. Kann ich den nicht irgendwie... Änderung übernehmen? Warte mal. Highlander Park Church. Ich will gerade warte. Ich muss ja Nimitz and Third. Route erstellen. Main Avenue, East Third Street. Nimitz and Third. Kann ich die Route kurz hier. Ja, das will ich jetzt nicht. Oh, Alter! Nimitz and Third. San Pablo and Andrade. Ich muss ja jetzt... Karten, Routen... Ist auf der Route jetzt irgendwie ein Fahrzeug drauf jetzt, oder was? Clinton Avenue. Was ist denn das für ein Fahrzeug gerade, der aus da fährt? Der Lions. Aha. Fourth and Nimitz. Was haben wir hier? Nimitz and Third. Ich würde die Route gerne erstellen, weil ich selber jetzt nicht will. Chinatown South. East Third Street. Fourth and Nimitz. Highlander Park Church. Clinton Avenue. Okay, kann ich erwähnen. San Pablo and Andrade. Esmond Avenue. Highlander Park Church. South Amador Street.
Clinton Avenue, Highlander Park Hotel. Der ist 1, 2, 3. North Mall. Sierra Street. Ah, okay. City Hall North. Chinatown South. Fourth and Nimitz. Chinatown West. Ist jetzt. Ist ja jetzt schon mal Oakwood. Der West Oakwood muss ich auch noch. Florida Avenue. Der Busch fertig oder so. West Oakwood High Street. Bissell Avenue. Florida Avenue. Bissell Avenue. West Oakwood Bay. Okay, Änderung übernehmen. Ja, den möchte ich gerne West auch. Oakwood Bay. Da muss ich einen Zahltag gewinnen. So, Mercedes ist der. Muss übernehmen. Ja, möchte ich. Weil ich muss ja den jetzt hier gerade erstellen. So, moin moin, Schiffe. Da wird er mein Feuer und Zahltag gestellt. Ich mach mal hier ein bisschen gerade. Klar. Ich mache ja gerade so ein bisschen. Ja, ich wollte dich erst fragen, ja. Halt, Schwarzfahrer. Warum fragen Sie mich denn schon wieder? Immer. Moin, Fahrkarten. Ach, das ist der Gelenkbus, ne? Aber da war auch schon wieder ein Schwarzfahrer drauf gewesen auf der Route. Na klar. Ich meine, der Gelenkbus hat ja auch jetzt ja. Moment. Ah, hier. Moin. Fahrkarte, Fahrkarte. Ach ja, jetzt weiß ich es. Das Ding, das man zum Busfahren braucht. Bitte. Haben sollte. Moin, auch Fahrkarte, Fahrkarte. Und hier ist meine Fahrkarte. Entschuldigen Sie die Kratzer, ich musste sie mir von einem Fuchs zurückholen. Ja, nee, ist klar. Klar. Gut. Dann nochmal. Sie waren schon bei mir. Ja, ja, alles ist gut. So, ich guck mal gerade, ob ich nochmal eine andere Strecke, ob ich noch einen, ob ich noch einen Bus, wo ich mein Citaro sitze, kann mein Gelenk, meinen normalen Bus. Der überhaupt unterwegs gerade? Muss ich ja gut. Warte mal. Route 9, was fährt denn da für ein Fahrzeug? Route 9, das ist ja die letzte Route, ne? Dann fahren wir die mit dem Citaro. Hier, viel Spaß. Ich würde gerne auch mal selber fahren, ne? Und, warte mal. So, bitte. So, Gas geben. So. Gehen wir mal unserem Job nach. Guten Tag. Ein Fahrgast ist eine Fahrkarte. Was möchtest du denn überhaupt? Ein Seniorenticket erstmal. Einfache Fahrkarte und. Moment! Eins. Wo ist mein Hut hin? Okay, Restgeld. Ja, 20 Euro für den. So, bitte schön. Eine Fahrkarte, bitte. Studententicket, einfache Fahrkarte. Alles klar. Danke. So. Moin, alle einsteigen. Und du möchtest auch noch eine. Ein Seniorenticket, eine Wochenkarte und eine. Und du bereits zahlst komplett. Perfekt.
Alles klar, da möchte schon wieder jemand raus. Für die Leute, die mich kennen, ich bin tatsächlich im echten Leben auch Busfahrer. Das heißt, ich darf also ohne. Ich kann es also tatsächlich wirklich selber fahren. Ich wollte gerade sagen. So, ich muss gerade ein bisschen gucken. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen. Viel Kohle hat unser Unternehmen nicht so wirklich. Das ist die Haltestelle Nummer 5, die brauchen wir jetzt nicht. Das war eine andere Haltestelle, das war nicht die 2. Oh, dann bleibt doch bitte nicht vor mir stehen, ja? Wenn ich heute nach Hause komme, werde ich erstmal entzogen. Kannst du mal irgendwas sagen? Rechts ist das Gaspedal. Ist das echt gezielt, dass ich nicht an die Haltestelle rankomme? Na gut, okay, stimmt. Moment, das war ja nicht die 1 und die 2, sondern wir haben ja, sind ja schon ein bisschen auf der Route Dresden. Okay, dann weiß ich auch. Der Fehler war tatsächlich nur ein Lesefehler bei mir. Hallo, ich brauche technischen Support bei. Hi. Moin. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Kannst du? Warte, das darf. Verwandelt. Nein, normale Fahrkarte. 2. Ja, du dämlicher Automat. Bitteschön. Hey, diese Woche brauche ich mehr als eine. Okay. Bitteschön. Seniorenticket, einfache Fahrkarte. Und. Das gestrige Radiointerview mit Ted Kane über die Stadtplanung war wirklich informativ. Der Typ weiß, wovon er redet. So, wir sind lang links, ne? Ich bin mal so, also ihr drückt mich mal dazwischen. So, guten Tag. Normalerweise aussteigen wir mal hinten und nicht vorne. Aber ich brauche einen Kaffee. Und eine Fahrkarte bitte. Tageskarte willst du, ne? Ausdrucken. So. Hallo. Guten Tag. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Einige? 3 Stück insgesamt, okay. Normale Fahrkarte, einfache Fahrkarte und 3. Eine Fahrkarte, bitte. Alles klar, ich beginne ein Ticket, Tageskarte und alles. So, dann gucken wir mal nach, ob da irgendwo noch ein Schwarzfahrer mit drin ist. Vielleicht haben wir ja bei dem Zug Glück. Ja, ich zeige Ihnen meine Fahrkarte, aber nicht anfassen. Kommt direkt in hier ist meine Fahrkarte. Entschuldigen Sie die Kratzer, ich musste sie mir von einem Fuchs zurückholen. Die Diagnose, Hier ist meine Fahrkarte. Ist der kleine Otterstempel nicht zu niedlich? Na klar. Wo hab ich denn... Moment. Ah,
Hier, bitte. Und du noch. Augenblick. Okay, perfekt. Das ist mal cool. Das ist eine komplette Ladung mal nur mit... So, die nächste Haltestelle ist hier rechts. Position? Okay, dann habe ich vielleicht ein bisschen weit vorgefahren, das kann man sagen. So, hier kommen wir jetzt gar nicht lang noch für mich. Ups, da, Entschuldigung. Am Meer? Ist so eine tolle Idee, um die ganzen Schildkröten ins Wasser zu kriegen. Was haben wir denn da vorne? Verdampelt oder was? Die letzte Folge von Spring of Ja, das Problem, ich verliere natürlich, dass ich solche sowas für extrem viel Zeit. So, Frage, wollt ihr rüber oder wollt ihr nicht rüber? Ihr wollt nicht rüber, alles klar, weiter geht's. Ich weiß, dass das eine Vorfahrtsstraße war. So, alle mal ausgestiegen. Machen wir sie nochmal. Halt, solche. So, jetzt irgendwie eine Scheiße gebaut. Ich weiß, dass ich jetzt gerade ein bisschen unkonventionell gelöst habe. Aber ich habe es tatsächlich. Fort and Limits ist die erste Haltestelle hier auf dieser Route. Da war der Kollege schon. Weil es natürlich nicht so ganz clever. Ich muss jetzt gerade gucken. So. Geradeaus. Du Arschloch, du überholst mich gerade am Fuß gegenüber Weg. Ernsthaft jetzt? Boah, Alter. Solche Leute. Zweiter kriegen, deswegen.
Moin. Ich brauche einen Kaffee. Nur hin, bitte. So. Studententicket, einfache Fahrkarte. Gibt es. Danke. Einfache Fahrt, bitte. Gestern ist mein Wochenticket abgelaufen. Hoffentlich kontrolliert niemand. Ja, das würde ich jetzt tun. Das war jetzt ein bisschen too much. So, also verlassen. Voran. Dann gucken wir mal durch. Wir haben sowieso ein bisschen Verspätung. Ist mir egal. Hier ist meine Fahrkarte. Entschuldigen Sie die Kratzer. Ich musste sie mir ich von einem Fuchs zurückholen. Ich hätte den Bus fast verpasst und habe dann vergessen, eine Fahrkarte hier zu kaufen. Ist die Fahrkarte. Ist passiert. Aber $120 muss ich trotzdem zahlen. Na klar. Hier, bitte. Warum fragen Sie mich denn schon wieder? Rechts oder links? Das ist die große Frage. Zum Glück war ich nicht richtig zu erkennen. Ich glaube, es ist links. Die Leute aus Lakeside View sind solche Snobs. Die hatten nur Glück, dass die Villen dort vor Jahrzehnten so billig waren. Oh, Moin, das hat sie gemeint. So. Ah, wunderbar. Diese neuen Busse sind der Gipfel der Bequemlichkeit. Hey, danke schön. Ich möchte gern mal wieder zu einem Konzert gehen. Der Sound da ist einfach so viel besser. Hervorragend. Der Geschäftsmann hat den Bus mit seiner Werbung schon gesehen und ist begeistert. Tja, so geht Business. Einfache Fahrt bitte. Trish und ich haben weitere Schritte besprochen. Als nächstes ist die Verbindung von Oakwood nach West Oakwood. West Oakwood ist eine gute Gelegenheit, dein Busunternehmen weiter auszubauen. Und es hat ein tolles Nachtleben zu bieten. Die kulturellen Angebote warten nur darauf, entdeckt zu werden. Bei Tag und bei Nacht. Sehr geil. Tolle Idee. Lass uns auf der Strecke von St. Anthony nach West Oakwood mehr Haltestellen in Betrieb nehmen, damit wir auch auf dem Weg von Oakwood zurück anhalten können. Die Menschen warten doch nur auf eine Chance, West Oakwood zu besuchen. Cool, wir haben Seaside Valley freigeschaltet, sprich die zweite Map insgesamt. Erleben von neuem, das wäre Mitteleuropa so zum ersten Mal. Das kennen wir ja aus dem Vorgänger, aus dem Simulator 2018, das wir ja gemacht haben. Und setzt in der ländlichen Landschaft und der geschäftigen Stadt mit dem eigenen Busverkehrsnetz die Krone auf. Befindet sich diese Herausforderung gewachsen, dann geht ins Hauptmenü und startet ein neues Spiel in Seaside Valley. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's wahrscheinlich sogar schon rüber zu nach Seaside Valley. Voll müde. Und tschüss. Brauch einen Kaffee.